Und bevor die ersten, oder bis die ersten Mails eintrudeln von euch, ja, wenn ihr jetzt schon mal alle hier seid, dann erzähle ich ein bisschen was Hilfreiches hoffentlich für alle, unabhängig von den Gesprächen oder von den Mails, die dann vielleicht gleich kommen. Gedacht ist hier oder war hier, dass in einem Gespräch wir gemeinsam herausfinden, was Trennung erzeugt und was somit Leiden erzeugt. Und das ist immer was Unbewusstes, was wir selber quasi nicht herausfinden können. Deswegen versuchen wir ununterbrochen, was uns Leiden verursacht im Leben zu lösen. Und wir kommen aber nicht raus. Es ändert sich wie nichts. Es ist, als ob wir alles versuchen und sich aber irgendwie doch nichts ändert. Wir landen auf eine Art immer wieder im selben. Und man kann das wie selber quasi fast nicht auflösen, weil es halt unbewusst ist, weil unser ganzes Leben darauf basiert, eben genau das eben nicht sehen zu müssen dauernd. Das wäre sehr schmerzhaft. So, das heißt, wenn wir so auf, wir sind aufgewachsen und haben uns quasi darauf trainiert, den eigentlichen Konflikt nicht sehen zu müssen. Und wenn wir jetzt versuchen, das rauszufinden, dann wird es schwierig, weil wir uns ja daran gewöhnt haben, eben das auszublenden. Deswegen ist es leichter, wenn das jemand von außen. Und es gibt eigentlich nicht so viele Varianten davon, wie man das machen kann, wie man Leiden erzeugen kann. Guck mal gerade. Und das hat was mit den Kernemotionen zu tun. Letztlich können wir sagen, alles Leiden auf dieser Erde basiert darauf, dass die zwei Kernemotionen, Wut und Trauer, auf die eine oder andere Art nicht kommuniziert werden oder nicht kommuniziert werden können. Also natürlich geht das immer, aber vielleicht ist einem das nicht bewusst. Oder man möchte es nicht. Vielleicht ist einem das Gefühl bewusst, aber man traut sich nicht. Und das macht es wiederum auf eine Art einfach, das zu lösen, weil das ist vom Prinzip nichts Komplexes. Ja, wir können auch sagen, alle Beziehungsprobleme lassen sich darauf reduzieren, nicht nur alle Probleme im Außen, die die Menschheit geschaffen hat, sondern auch alle Beziehungsprobleme lassen sich darauf reduzieren, dass beide Emotionen oder eine davon im Beziehungskontext nicht kommuniziert werden kann. Und das klingt jetzt vielleicht banal oder vielleicht sagt jetzt jemand, oh ja, doch, das geht prinzipiell. Aber worum es da eigentlich geht, ist, dass die Schwierigkeit ist in nahen Beziehungen, also in der Partnerschaft, wenn der Partner in uns was antriggert, ja, und wir das Gefühl von Trauer oder Wut in Bezug auf unseren Partner haben, das ist eben der Punkt. Das ist eben das, wo das dann in der Praxis sehr schwierig ist, weil unsere ganze innere Stabilität, die haben wir aufgebaut, einen oder beide Emotionen im Kontakt auszublenden. So, und das heißt, diese Mitteilung, unserem Partner zu sagen, ich fühle Trauer in diesen Momenten, wenn das angetriggert wird, erleben wir als hochgradig gefährlich. Aber es kann sein, dass das völlig unbewusst ist. Und darum, um diesen Komplex drehen sich die ganzen Probleme und das Leiden. Und dann erscheint das, als wäre das Problem außen, als wäre das Problem der Partner oder der Geldmangel oder die Depression oder sonst was. Und wenn wir das einzeln lernen, dahin zu schauen, was zwischen uns und damit in uns passiert, in der Partnerschaft, dann wird früher oder später die ganze Gesellschaft sich trauen, dorthin zu schauen. Und erst dann gibt es die Möglichkeit, dass hier in der Gesellschaft auch insgesamt sich etwas zum Guten wandelt. Und das geht wirklich nur dann. Nur eine Gesellschaft, die bereit ist, dahin zu schauen, was zwischen uns Menschen passiert, wirklich hinzuschauen. Nur eine solche Gesellschaft kann überhaupt in Frieden mit sich leben. Weil sonst müssen alle Konflikte, alle ungelösten
Konflikte müssen ausagiert werden auf die eine oder andere Art und Weise. Und dann haben wir destruktive Vorgänge in der Gesellschaft. Und leider sind wir halt noch weit davon entfernt, dass es ein gemeinsames Interesse da gibt, dahin zu schauen. Es gibt ja noch nicht mal ein gemeinsames Verständnis, dass das das Problem ist. Ja. Es werden alle möglichen anderen äußeren Probleme betrachtet oder diskutiert. Aber das eigentliche Problem, in der Öffentlichkeit zumindest, wird es fast nicht angerührt oder der Kontext dafür geliefert. Und das ist der Grund, warum ich ja diese Veranstaltung ja auch mache, damit endlich mehr Menschen das realisieren, worum es eigentlich geht, und wir uns gegenseitig dabei helfen, bis es eben die ganze Gesellschaft erreicht hat. So, jetzt sind schon ein paar Mails eingetrudelt. Ich gucke mal gerade, ob ich da schon eine vorlesen kann. Also, die erste Frage lese ich mal vor. Ist es schon Kontakt, wenn ich mit jemandem nur EM mache, täglich, aber sonst gibt es keinen Austausch? Kann sich da was transformieren? Ja, jeder echte Kontakt ist schon eine Transformation. Und natürlich ist das ehrliche Mitteilen, wenn du das machst mit jemandem, ist auf eine Art eben immer noch ein künstliches Setting. Und das muss oder es führt automatisch, wenn du das weitermachst, zu generell deiner Fähigkeit, Beziehung zu vertiefen. Und dann wird früher oder später auch ein Partner auftauchen, der ebenfalls ehrliches Mitteilen machen kann oder wirklich beziehungs- und austauschfähig ist. Und mit dem Partner kannst du dann den Austausch vervollständigen, ja, oder komplettieren. Aber letztlich, das Prinzip ist immer, ich brauche einen Kontakt, eine Beziehung, die sicher ist. Und je mehr Sicherheit ich habe, desto tiefere Emotionen kommen und desto mehr kann ich da transformieren. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, welches Verhältnis da sonst vorhanden ist. Aber letztlich, wie gesagt, die eigentliche, wirkliche Transformation, die findet in der Partnerschaft statt. Aber natürlich, jedes ehrliche Mitteilen bringt dich ein Stück weiter, auf jeden Fall. Gut, schaue ich mal weiter, was es noch gibt für Fragen von euch. Hallo Gopal. Das ehrliche Mitteilen bietet ja wenig bis gar keinen Raum für Bewegung und Lebendigkeit. Ist das für traumatisierte Nervensysteme mit oftmals vielen lang eingefrorenen Teilen nicht eher ungünstig? Sich wieder nicht bewegen dürfen, wieder in der Starre bestätigt zu werden durch so eine strenge Struktur? Danke. Also, ganz wichtig, ehrliches Mitteilen ist ein Selbsthilfewerkzeug, das ersetzt keine Traumatherapie. Was du hier beschreibst, ist etwas, was in eine Traumatherapie gehört. Natürlich kann ehrliches Mitteilen bis zum gewissen Grad Dinge lösen, aber es ist kein Ersatz dafür. Und du schreibst, das ehrliche Mitteilen bietet ja wenig bis gar keinen Raum für Bewegung und Lebendigkeit. Ja, für körperliche Bewegung nicht, für Lebendigkeit schon, weil das ist die eigentliche Lebendigkeit. Ja, wenn die Energie durch den Zentralkanal wirklich frei fließt, ja, und nicht durch andere Dinge wie ausagieren oder Körperbewegung verbraucht wird, dann sind wir maximal oder fühlen uns maximal lebendig. Und ja, also wenn es um solche Dinge geht, wo jemand auch körperlich quasi erstarrt ist, das gehört einfach in Traumatherapie. Und das Kriterium ist sozusagen für ehrliches Mitteilen, das Kriterium ist, dass ich diesen Prozess machen kann, diesen Austausch in der Gruppe oder zu zweit und dabei stabil bleiben kann. Ja, also das heißt, dass wirklich ein Kontakt dadurch entsteht. Wenn das Setting an sich von dem ehrlichen Mitteilen mich so triggert, dass ich, dass der Kontakt verloren geht, egal wie, durch Überflutung oder Dissoziation oder was auch immer, dann ist das nicht das, wo es lang geht, dann braucht es wirklich Traumatherapie.
Nächste Frage. Wie verhält man sich mit doppelgesichtigen Menschen? Also das weiß ich nicht genau, was du meinst damit, Richtung Mobbing, die auch andere Menschen im eigenen Umfeld gegen einen beeinflussen. Richtigstellen geht ja nicht, auch nicht bei der Masse an Leuten. Ehrliches Mitteilen wie? Also es sind alles so grundlegende Sachen. Ich würde euch, das ist jetzt eine Werbeeinblendung, wenn euch ehrliches Mitteilen interessiert, dann würde ich euch unbedingt bitten, das Buch Der Vagusschlüssel zu lesen, weil dort ist das alles, sind diese grundlegenden Sachen wirklich erklärt. Ja, also das ist einfach ganz wichtig. Das, was ich eben gesagt hatte zu Traumatherapie oder ehrliches Mitteilen, ist ganz wichtig. Und das hier ist auch ganz wichtig. Ehrliches Mitteilen gehört nicht in potenziell unsichere Umgebungen. Ja, und schon gar nicht in reinszenierte Umgebungen. Wenn ich also als Beispiel, wenn ich Gewalt erlebe und befinde mich dann abends in einer dunklen Gasse und sehe dann eine Gruppe Schläger, dann mache ich da kein ehrliches Mitteilen. Das gehört da nicht hin. Transformation gibt es nur in einem sicheren Rahmen. Ja, und für ehrliches Mitteilen braucht es ein Gegenüber, was das auch will. Ja, das ist wie eine Vereinbarung. Ja, es braucht eine Vereinbarung. Wir hören auf beiden Seiten mit dem Ausagieren auf. Das heißt mit Gewalt in jeglicher Form, also mit Angriff, mit Rückzug, mit Ignorieren, sich betäuben und manipulieren. Wir vereinbaren, dass wir mit diesen Schutzmechanismen aufhören und stattdessen uns ehrlich mitteilen. Ja, und das, was du beschreibst, da gehört das nicht rein. Ja, das ist der Versuch, in dem alten Setting etwas zu lösen. Und das ist oft so, dass Menschen, die traumatisiert sind oder in bestimmten Beziehungskonstellationen eben schlechte Erfahrungen gemacht haben als Kind. Natürlich, das Nervensystem hängt wieder immer noch drin. Das ist ja für das Nervensystem nicht gelöst. Also wird unbewusst versucht, eine Lösung in einem solchen gefährlichen Setting zu suchen. Das ist das, was ich am Anfang, das Beispiel, was ich beschrieben habe. Ja, es gibt aber da keine Lösung. Und ich bin ja, wenn ich erwachsen bin, kann ich mir heute sichere Umgebungen suchen und sichere Menschen und dort das, was dann da auftaucht, mitteilen und lösen. Und das ist letztlich nichts anderes, was auch Therapie macht. Bei bedrohlichen Situationen, wie hier in dem Beispiel, geht es darum, sich maximal zu verteidigen und zu schützen. Und das ist das Gegenteil von ehrlichem Mitteilen. Das ist das absolute Gegenteil. Schutz. Ja, ich teile nichts von meinen inneren Bewegungen mit. Ich schütze mich gegen Dinge, die auf mich einstürmen. Vielleicht, ich hole mir Unterstützung in jedem Fall bei Freunden, beim Vorgesetzten, vielleicht sogar beim Chef der Firma, bei einem Anwalt, bei Beratungsstellen. Ja, das ist das, was da zu tun ist. Und der eigentliche Konflikt, ja, der unter diesem ganzen Setting natürlich steckt, der muss in der Therapie oder in der Partnerschaft gelöst werden. Ja, weil das Prinzip, was da am Werk ist, das ist ja, also das Setting oder das in uns, was leidvolle Szenarien reinszeniert, das ist immer aktiv in jeder Beziehung. Ja, das ist in der Partnerschaft genauso aktiv wie am Arbeitsplatz. Ja, und das, was du hier beschrieben hast, ist auch in der Partnerschaft aktiv. Und dort kannst du es aber lösen. Nur dort musst du es lösen, ja, wie gesagt, oder in der Therapie. So viele Fragen zum ehrlichen Mitteilen. Ich brauche immer ein bisschen, bis ich die Mails gelesen habe und geschaut habe, ob ich das so vorlesen kann. Also es sind lauter so Grundsatzfragen zum ehrlichen Mitteilen. Ich sage es nochmal, bitte das Buch lesen und bitte die Merkblätter lesen, vor allem das erste Merkblatt auf meiner Homepage zum ehrlichen Mitteilen. Das sind die Grundlagen beschrieben. Das ist jetzt wieder so eine Grundsatzfrage, lieber Gopal, wenn mein Partner beim ehrlichen Mitteilen regelmäßig eher als die 10 Minuten aufhört, dann ist das okay, oder? Oder sollte er sich 10 Minuten lang mitteilen und auch die inneren Bewegungen dazu? Also den Impuls aufzuhören. Also das sind so Sachen, die sind dann da beschrieben und erklärt. Also es gibt erstmal prinzipiell keine Vorgabe, wie lang. Ja, das ist eine Empfehlung, maximal 10 Minuten. Man kann auch weniger machen,
länger würde ich eher nicht machen. Und natürlich ist es kein Zwang, weiter zu sprechen, wenn man das nicht möchte. Ja, also wenn das, wenn man das Gefühl hat, nach 2 Minuten, ich möchte nicht mehr, dann höre ich auf. Warum? Weil eben das ehrliche Mitteilen nicht, es geht nicht darum, Grenzen zu überschreiten. Ich muss für die Transformation gar nichts ändern. Ich muss vor allem keine Grenzen überschreiten, sondern worum es immer geht, ist eben die Grenzen mitzuteilen. Ja, also jetzt in dem Beispiel, habe ich zwar gesagt, man kann dann aufhören, das wäre auf eine Art ein Ausagieren. Ja? Ich sage nur, das ist okay, aber noch besser wäre es vielleicht, das einfach mitzuteilen. Zum Beispiel mein Kopf denkt, dass ich jetzt am liebsten aufhören möchte. Und vielleicht das Gefühl noch dazu, und dann kann es sein, dass der Impuls, sich zu trennen, also auszusteigen, verschwindet. Ja, und wenn er nicht verschwindet, ja, dann beende, dann kann man das vorzeitig beenden, auf jeden Fall. So, nächste Mail. Also, hallo Gopal, ich hatte kürzlich ein Wiedersehen mit einer Ex-Freundin, welches heftigste Traumaprojektionen hervorbrachte und mich teilweise in tiefe Depression verfielen ließ. Ich fühle meinen tiefen Minderwert und die tiefe Einsamkeit, die ich seit der Kindheit kenne. Der Kontakt zu der Ex-Freundin ist allerdings von einem Tag auf den anderen seit 3 Monaten abgebrochen und erscheint mir viel zu unsicher wegen der Überschwemmung. Ich bin verzweifelt, wie ich nun mit der Situation umgehe. Ich mache recht regelmäßig EM, aber bisher hat sich das nicht wirklich beruhigt. Also, das ist eine Geschichte für Therapie. Ja. Das gehört in eine Therapie. Da musst du dir einen guten Therapeuten suchen und das dort bearbeiten. Das ist etwas, das ist nicht zum Selbstlösen gedacht. Ja, wenn du sagst, Überschwemmung und Depression, das gehört ja in zu Fachpersonal. Ja, da brauchst du Hilfe, wirklich. Ja, da reicht ehrliches Mitteilen nicht. Also such dir bitte entsprechend einen Therapeuten dafür. Also nächste Frage. Lieber Gopal, danke fürs spontane Umbauen. Hier meine Frage. Wie kann ich beim EM, also beim ehrlichen Mitteilen, mich auf nähernde Nähe mehr einlassen? Ich merke bei mir, dass ich nur aus dem Kopf oder Körper, aber kaum bis gar nicht aus der Gefühlsebene mitteile. Hast du zum Beispiel schon mal über eine Art Umarmungslevel nachgedacht? EM hat definitiv mir viele Fortschritte gebracht und vor allem nach dem viralen Social Distancing kam deine Methode zeitgemäß genau richtig. Also, so, das ist einfach sehr interessant, ja, weil gehen wir das mal der Reihe nach durch. Ja, der erste Satz: wie kann ich beim EM mich auf nähernde Nähe mehr einlassen? So, das ist ein ganzer Komplex, der dahinter ist, ja. Bevor ich darauf eingehe, sage ich nochmal prinzipiell was. Das ehrliche Mitteilen, das ist gar kein Weg. Das hat auch gar kein Ziel. Sondern ehrliches Mitteilen bedeutet nichts weiter, als das mitzuteilen auf eine spezielle strukturierte Art und Weise, was jetzt da ist. Es ist kein Weg irgendwo hin und es hat auch kein Ziel, sondern ehrliches Mitteilen ist Weg und Ziel gleichzeitig. Was wir jetzt hier hören, wie kann ich beim EM mich auf nähernde Nähe mehr einlassen, bedeutet, da ist ein Wunsch nach einer Veränderung. Ja, da möchtest du mehr Nähe. Das heißt, du fühlst dich getrennt oder distanziert.
Ja, das möchtest du dann mit mehr Nähe sozusagen auflösen und die Methode EM dafür benutzen. Dafür ist aber EM gar nicht gedacht. Das EM geht, da geht es um was viel Größeres. Ja, und das ist eben, wie das System uns austrickst. Es geht darum, das mitzuteilen, was davor ist, was du fühlst. Es geht nicht darum, mehr Nähe zu erleben. Ja, sondern es geht darum, das mitzuteilen, was da ist. Und das in deinem Fall könnte das zum Beispiel sein, mein Kopf denkt, dass ich getrennt bin, mein Kopf denkt, dass ich einsam bin, ich fühle Trauer, ich fühle Einsamkeit. Ja, das wäre möglicherweise das, was wirklich da ist. Und es gilt, das mitzuteilen. Und sobald du in eine Strategie kommst, bist du raus, bist du weg von dir und du bist auch weg vom ehrlichen Mitteilen. Das, was wir hören, ist eine Strategie. Ich möchte EM als Strategie nutzen für mehr Nähe. Mehr nährende Nähe. Ja. Heute als Erwachsene brauchst du ja gar keine mehr, also brauchst du nicht mehr nährende Nähe. Das brauchst du ja gar nicht, weil du bist erwachsen. Du brauchst das nicht mehr zum Überleben. Das war früher als Kind so. Deswegen reicht der Austausch an sich. Du schreibst noch, ich merke bei mir, dass ich nur aus dem Kopf oder Körper, aber kaum es gar nicht aus der Gefühlsebene mitteile. Das macht nichts. Das ist so, wie es ist. Das hat einen Grund, warum du das machst. Das ist dein Schutz. Aber ich sage es nochmal, es ist nicht notwendig, das zu durchbrechen. Ja, weil dein Kopf sagt jetzt vielleicht, ich kann mehr Nähe fühlen, wenn ich mehr Gefühle kommuniziere. Das sind die Strategien vom Kopf. Das hat aber nichts mit dem ehrlichen Mitteilen zu tun. Weil wenn keine Gefühle da sind, dann kann ich keine mitteilen. Dann sind die jetzt gerade nicht für mich spürbar, also fühlbar. Ja, ich kann ja nichts mitteilen, was nicht da ist. Also das ist so der Unterschied zwischen Strategien, Handlungsstrategien, um was zu verändern, zu kompensieren und dem ehrlichen Mitteilen und der tatsächlichen Kommunikation, die ja dann zu einer Transformation führt, das schon. Aber ich kann das nicht als Weg vom Verstand aus machen. Ja. Und es gibt keine sowas wie Änderung am EM mit Umarmung und so weiter. Das ist alles ausagieren. Ja, du möchtest Körperkontakt und Umarmung, um das eigentliche Gefühl nicht kommunizieren zu müssen. Und das ist eine Flucht. Und das wird dein Problem nicht lösen. Also Beispiel nehmen wir mal an, du würdest zu einem Setting gehen, wo es so um Körperkontakt geht, wo es um Umarmung geht und wo das alles passiert, was dein Verstand sich jetzt vorstellt. Das würde sich erstmal gut anfühlen. Aber nur am Anfang. Weil der zugrunde liegende Konflikt, nämlich dass die Gefühle von Trauer und Einsamkeit oder vielleicht sogar Wut und Hass nicht kommuniziert werden können oder nicht dürfen angeblich, der ist ja dadurch nicht gelöst. Das heißt, in der Beziehung, wenn du mehr Nähe zu jemandem herstellst, wird dieser Konflikt automatisch wieder hervorkommen, weil immer noch nicht die Kapazität da ist, diese Gefühle zu kommunizieren. Also wird auch dort die Kompensation anspringen. Du wirst also immer mehr Umarmung möglicherweise wollen von dem Partner. Ja, und das geht nicht als Erwachsener. Ja, du kannst nicht ununterbrochen jemanden umarmen. Ja, und dann merkt der andere natürlich, das fühlt sich für den dann auch nicht gut an, weil der merkt, es geht eigentlich um was ganz anderes. Das ist keine reine Umarmung, sondern das ist eine Umarmung, um den anderen zu benutzen, ein Gefühl auszublenden. Und das spürt der andere, das fühlt sich nicht gut an. Das heißt, du wirst früher oder später eine Distanzierungsbewegung vom anderen erleben, ja, in welcher Form auch immer. Also, lass alle Strategien weg, alle Hoffnung auf Veränderung und teile wirklich nur das mit, was da ist. Und das macht's, ja, das reicht. Das ist ja das Schöne, dass wir nichts machen und nichts ändern müssen. Hier gibt es eine Frage, wo jemand Bezug nimmt zu irgendwelchen Videos. Das kann ich jetzt hier nicht beantworten. Da müsste ich ja jetzt erst dir irgendwelche Videos raussuchen. Das geht leider nicht jetzt hier. Guten Abend, Gopal. Wieso ist die Angst nicht bei den von dir genannten, nicht ausgedrückten Kernemotionen dabei? Du nennst immer Wut und Trauer, die wir nicht ausdrücken. Was ist mit der Angst als unausgedrücktes Gefühl miteinander? Danke für deine Antwort. Aus meiner Sicht ist Angst gar kein Gefühl. Gibt es auch wieder Diskussionen, manche sagen, das ist ein Gefühl, ich sage, es ist kein Gefühl. Denn was ist Angst? Oder wann entsteht Angst? Angst entsteht dann, wenn unser Körper
in Gefahr ist und wir gleichzeitig nicht handeln können, dann kommt unser Körper in den Zustand, den wir Angst nennen. Angst ist ein Stresspegel im autonomen Nervensystem. Ja, das ist ein bestimmter Abschnitt in dem Stress-Angst-Panik-Spektrum des Nervensystems. Ja, also wir können anfangen mit Unruhe, dann kommt Stress, dann kommt Angst, am Ende kommt Panik bis hin zum hysterischen Anfall. Das ist alles das gleiche Spektrum. Das ist alles eine Körperreaktion auf Gefahr und gleichzeitig Ohnmacht. Ja. Und deswegen ist das aus meiner Sicht, aus meinem Verständnis kein Gefühl. Es hat da auch keinen Kontext. Also Gefühle haben immer einen Beziehungskontext. Ja, Gefühle entstehen auch nicht einfach so, sondern die haben immer einen Zusammenhang mit Bedürfnissen auf Beziehungsebene. Ja, also wenn ich Trauer fühle, dann habe ich eine Trennung erlebt oder dann fühle ich mich zu weit entfernt. Dann geht es um Trennung und Distanzierung. Und wenn ich Wut fühle, dann habe ich eine Grenzüberschreitung mit Grenzüberschreitung zu tun. Ja, das hat immer einen Beziehungskontext. Bei Angst geht es nur um das Überleben des physischen Körpers. Ja, wie auch immer. Also das ist halt meine Sicht der Dinge. Ja, und je mehr wir da nach innen schauen und das uns alles anschauen, desto klarer können wir das unterscheiden. Was gehört jetzt zum Körper und was gehört zu den Gefühlen? Es kann natürlich sein, dass wenn du sagst, Angst, erlebst du eher das Gefühl, das als Gefühl, dann kann natürlich sein, dass mit dieser Körperreaktion von Angst auch ein Gefühl mit dazukommt. Ja, das kann ja sein, dass das wie so damit halt dabei ist, dass das auch da ist, ja, wenn die Angst nicht zu stark ist. Aber da geht es darum, da genauer mal hinzuschauen. Und meine ganz klare Wahrnehmung ist, Angst ist ein reiner Körperzustand. Das ist nicht die Gefühlsebene. Das ist sowas wie, wenn ich Schmerz im Körper habe, Hitze im Körper, Druck, Spannung spüre. Ja, das ist diese Ebene. Wenn du Angst als Gefühl erlebst, wenn es so ist, ja, dann kannst du das auch im ehrlichen Mitteilen als Gefühl mitteilen. Ich fühle Angst. Ja, das macht das ehrliche Mitteilen auch nicht kaputt. Das ist kein Problem. So, nächste Frage. Mir fällt es schwer, beim ehrlichen Mitteilen meinem Gegenüber zuzuhören. Mein Verstand möchte den Fokus immer wieder auf die eigenen Gedanken lenken. Einzig sich auf meinen Körper zu fokussieren hilft. Aber auch dann ist die Aufmerksamkeit ja nur teilweise da. Wenn ich dem anderen zuhöre, fühle ich seine Gefühle oft stark mit, manchmal aber auch überhaupt nicht, komplette Leere, und ich lande wieder bei mir. Was kann ich tun, um im richtigen Maß beim anderen zu bleiben? Ja, was du da beschreibst, ist, dass du selber nicht fühlen möchtest, was bei dir ist in Bezug auf den anderen. Ja. Und da geht es sehr wahrscheinlich um Wut und Hass. Ja, das ist der Kern dieser Geschichte, dass an sich Wut und Hass auf das Gegenüber da ist, dass du das aber nicht fühlen möchtest im Moment. Und um dem zu entkommen, gehst du zu den Gefühlen des anderen, ja, oder gehst in deine Gedanken und dann hast du wie das scheinbar ausgeblendet. Also das, vielleicht schaust du mal beim Verschmelzungstyp, ja, das klingt für mich so ein bisschen danach. Die Gefühle, also wenn das so hin und her springt, ja, beim anderen, in deinem Kopf oder im Körper. Ja, das ist ja, vielleicht ist es dir auch nicht ganz bewusst, aber wenn du es jetzt so hörst, das springt überall rum, nur nicht zu deinen Gefühlen. Ne? Die Gefühle beim anderen sind möglich wahrzunehmen, die Gedanken und die Körperempfindung bei dir, aber deine eigenen Gefühle. So. Und wenn du das merkst, dass das so ist,
dann merkst du ja, dass sich da was nicht gut anfühlt bei dem ganzen Programm, was dir als Kind geholfen hat. Aber jetzt, heute, ne, ist ja, deswegen hast du ja auch die Mail geschrieben, da fühlt sich was nicht gut an. Und das ist der Einstiegspunkt für dich. Also wenn du dir das so klar machst. Ja. Weil du kommst da ja zu kurz. Du kommst nicht vor mit deinen Bedürfnissen bei dem Ganzen. Entweder sind es die Gefühle des anderen, deine Gedanken oder dein Körper. Du kommst wenig vor. Und das löst was aus. Ja. Und da, das wäre so der Einstiegspunkt, wirklich zu gucken, was macht das mit mir? Ja, vor allem diese Geschichte immer beim anderen sein zu müssen. Ja, das wäre so der Einstieg zur Wut und zur unterdrückten Aggression. Da mal versuchen, so ein bisschen hinzuschauen, würde ich als Tipp. Ja, könntest du mal ausprobieren. Hallo Opa. Wie geht man mit Menschen im direkten Umfeld um, die nicht erreichbar sind? Ich teile bereits meine Wut und Ohnmacht mit und sage, dass ich mich alleine gelassen fühle. Der andere hört es jedoch nicht und beteiligt sich weiterhin nicht an der Hausarbeit. Es geht um meinen Mitbewohner. Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen und danke für deine wertvolle Arbeit. Wenn wir zusammenleben, dann macht es nur Sinn, mit Menschen zusammenzuleben, die mindestens bis zum gewissen Grad beziehungsfähig sind. Und das bedeutet, dass sie, dass beide in der Lage sein müssen, dahin zu gucken und sich darüber austauschen zu können, was zwischen den beiden passiert. Das ist die Voraussetzung. Weil wenn das nicht gegeben ist, dann wird es zu einem Krieg, weil dann muss ausagiert werden. Also entweder bin ich in der Lage, da hinzuschauen, was da passiert zwischen uns und das irgendwie darüber zu sprechen. Oder ich muss ausagieren, weil sonst wird der Druck zu groß. Also eins von den beiden findet statt. Ja, und in deinem Fall klingt es jetzt so, du möchtest da den Kontakt herstellen und der andere nicht. Und das heißt, das funktioniert so nicht. Ja. Und da gibt es nur eins. Du musst hingehen und fragen, hör mal, wir leben hier zusammen, wir müssen uns irgendwie austauschen über das, was hier läuft. Möchtest du das nicht oder kannst du das nicht? Und wenn du feststellst, dass das nicht geht oder das nicht gewollt ist, dann musst du dich in irgendeiner Form trennen. Weil sonst bist du in einer Reinszenierung. Ja. Weil es ist ja nicht notwendig, mit jemandem zusammen in irgendeiner Form näher zusammen zu sein, der ein destruktives Beziehungsmuster am Laufen hat. Das ist ja heute nicht mehr notwendig. Ja, du kannst einfach woanders hingehen oder denjenigen, je nachdem, wie die Machtverhältnisse da sind, den bitten, das zu verlassen, das Haus. Also das, darum geht's, rausfinden, kann und will dieser Mensch überhaupt in Beziehung treten, ja, mit mir. Hallo Gopa, kann ich gerade dir was sagen? Ja. Ich habe es jetzt geschafft, an einer ganz anderen Stelle. Ich weiß nicht, ob die Leute, die ursprünglich als Gesprächspartner dabei sein wollten, noch da sind und ob du das jetzt noch ändern willst. Und jetzt wäre noch Zeit für zwei Teilnehmer. Ja, okay. Ich sehe den Chat allerdings immer noch, ne? Ja, muss man neu laden für die Seite, ne? Dann ist er weg, denke ich. Ich würde sagen, Devasito, wir machen das einfach mal so weiter, weil sonst haben wir wieder irgendwie, weißt du? Gut. Dann machen wir lieber eine neue Runde. Ja. Also gut, nächste Frage. Meine Partnerin wünscht sich. Das ist gar keine Frage. Meine Partnerin wünscht sich, dass wir nochmal beginnen und so tun, als ob wir uns erst gerade kennenlernen würden. Mein Kopf denkt, dass es für mich nicht real ist. Also ich weiß jetzt nicht, was du mit nicht real meinst. Das ist eigentlich
das Einzige, was real ist, ne, dieser Moment, eigentlich ist das immer so. Es gibt ja keine Zeit wirklich in dem Sinne, sondern wenn wir ganz bewusst wären, dann würden wir uns in jedem Moment neu kennenlernen, komplett neu. Ja, also das ist eigentlich, ist eigentlich eine coole Sache, was deine Partnerin da vorschlägt. Das ist nichts fürs Ego, ja. Komplett neu. Jeden Moment neu. Und nicht nur dieses eine Mal, sondern das hört ja nicht auf. Also echte Kommunikation ist immer eine neue Begegnung, jeden Moment neu. Weil ich weiß ja nicht, was wie in der Zukunft ist, was in mir ist. Ich kann nur, Beziehung heißt, ich kann in jedem Moment nur das austauschen, kommunizieren, was da ist. Und das ist in jedem Moment eine komplette neue Begegnung ohne Vergangenheit. Also ich finde das eine gute Sache. Also ich höre dich jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, was jetzt technisch hier läuft. Also ich spreche das mal zu Ende. Ja, also wie gesagt, das ist das, worum es geht. Ja, und das ist, wie gesagt, das ist wirklich real. Das ist das Einzige, was wirklich real ist. Das andere ist eben nicht real, dass wir sind einfach dann, wir sind normalerweise mit Geschichten im Kopf identifiziert. Und das ist halt nicht real. Und das ist die Zeit, ja. Also es ist Vergangenheit und Zukunft. Gut. So, ich hoffe, das läuft hier alles technisch noch. Ich mache einfach mal weiter. Lieber Gopal, die neue Welt, wie sieht sie aus? Wie fühlt sie sich für dich an? Wie lassen wir die alte Welt unserer Leitstruktur los? Lässt sich das tun? Habe ich das System nicht schon gesprengt, indem ich die Bindung wahrnehme, der alte Druck einmal abfällt? Bin ich dann nicht dort? Herzlicher Gruß. Ja, die neue Welt bedeutet eigentlich nur, dass wir in der Lage sind, und zwar alle, uns über das auszutauschen, was zwischen uns passiert und in uns. Ja, also das heißt, der Fokus richtet sich von allen äußeren Dingen auf die Beziehungsebene und dann irgendwann noch weiter in der Zukunft dann letztlich auch auf das, was wir wirklich sind. Aber wir kommen an der Beziehungsebene nicht vorbei. Und wenn wir das geschafft haben, dann ist ja schon die Sache erledigt. Das heißt, in dem Moment, wo eine Gesellschaft es würde ja sogar reichen, es reicht ja schon, wenn die Gesellschaft nur beginnt, Interesse daran zu haben. Das ist der Kipppunkt. Es ist gar noch nicht zwingend notwendig, dass das alle irgendwie können oder sowas, sondern in dem Moment, wo die Gesellschaft anfängt, sich dafür, also der große Teil der Gesellschaft dafür anfängt zu interessieren, um was es hier geht, dann kippt das System, weil dann geht die Energie nicht mehr in den Unsinn, ja, wo er jetzt hingeht. So, das ist der, wo das kippt. Ja. Und wie es das anfühlt, das wird sich eher ruhig anfühlen und unspektakulär. Im Moment ist alles aufgewühlt und spektakulär und laut und grell, und aber inhaltlich passiert gar nichts. Also was heißt inhaltlich? Auf der menschlichen Ebene passiert eigentlich gar nichts. Wir haben eine laute und grelle und ich will gar nicht so viel beschreiben, Welt. Aber für uns im Innern ist es gleichzeitig wie tot. Da passiert nicht viel. Und dann da sieht es dann umgekehrt aus. Da wird immer mehr innerlich erlebbar, aber im Außen sichtbar wird immer weniger passieren. Also ja, so. Und genauso, wir lassen die alte Welt los, indem wir anfangen, uns ehrlich zu sagen, was in uns los ist. Das reicht schon. Wenn das jeder macht oder ein Großteil, ist die Sache erledigt. Wir müssen außen nichts machen. Und wir können auch außen nichts machen. Ich sehe das ja immer an den neuen Organisationen und Friedensvereinen, die sich gründen. Ich habe da ja teilweise auch
war ich beratend tätig und habe mir das alles von innen auch angeschaut. Und auch da ist überall dasselbe. Der Krieg in den neuen Friedensorganisationen ist der gleiche Krieg, wie er überall ist, wo Menschen zusammenkommen. Ja, das heißt, solange die Menschen nicht anders miteinander umgehen, gibt es keine neue Welt. Und natürlich ist es für das Ego schöner, außen irgendwas Neues zu erschaffen, neue Strukturen und neue Parteien und neue Vereine und noch eine Friedensorganisation und so weiter. Aber das ändert alles überhaupt nichts. Ja, wir müssen möglichst lokal beginnen, mehr in Kontakt zu treten. Das ist das, was das System hier wandelt. Letztlich kann das nur jeder für sich alleine machen. Also in seinem Umfeld. Ja. Also, hallo Gopal, die nächste E-Mail. Ich leide an einer leichten Form von Messitum. Egal wie sehr ich es versuche, ich schaffe es nicht, meine Wohnung so in Ordnung zu halten, dass ich Menschen zu mir einladen möchte. Einerseits leide ich darunter, andererseits atme ich immer auf, dass niemand mein Reich betreten kann. Ich bin viel mit anderen außerhalb meiner Wohnung unterwegs, aber ich kann keine wirklich tiefen Verbindungen eingehen, fühle mich distanziert. Ich bin Single und wünsche mir eine Partnerschaft, sage mir aber, dass ich mich ja mit meiner Wohnung nicht zeigen kann. Ich habe dann Angst, dass der andere mich verachtet und nichts mehr mit mir zu tun haben möchte und geht. Mit einer Freundin mache ich seit einiger Zeit ehrliches Mitteilen und kommuniziere meine Gefühle etc. Aber mein Wohnungsthema habe ich auch dort noch nicht angesprochen. Ich fühle mit ihr tiefe Verbindung, aber das Wohnungsthema grenze ich trotzdem aus Angst, dass auch diese Freundin sich abwendet. Es ist ein Teufelskreis. Wie komme ich hier raus? Ich würde mich freuen, wenn du meine Frage beantworten könntest. Viele Grüße. Es ist wie mit allen Symptomen. Ja, wir versuchen das Symptom aufzulösen und glauben dann, dass die Verbindung funktioniert. Das machst nicht nur du, das machen wir alle. Ja. Wir denken, wenn der Geldmangel erledigt ist, dann klappt alles. Wenn ich erst besser aussehe, dann klappt's. Wenn ich erst einen Partner gefunden habe, dann klappt's. Wenn ich erst meine Ängste los bin, dann und so weiter und so weiter. Ja, das ist der Versuch, das eigentliche Problem, was nicht gesehen wird, auf einer Ebene zu lösen, wo es gar nicht ist. Das, was du als leichte Form von Messitum beschreibst, ist ein Symptom für etwas, was auf einer völlig anderen Ebene ist. Das Problem ist nicht diese Messi-Geschichte. Das ist nicht das Problem. Das ist wirklich wichtig zu hören. Das ist nicht das Problem, sondern es geht um was anderes. Und um das es immer geht, ist etwas, was zwischen uns passiert. Und häufig sind Symptome so, dass sie eben scheinbar keinen Beziehungskontext haben. Ja, also ein anderes Beispiel, jemand kommt und sagt, ich habe Höhenangst. Das sieht dann so aus. Derjenige möchte seine Höhenangst wegbekommen und wenn die weg ist, alles gut. Nein, da wäre nicht alles gut, weil das Problem dort gar nicht ist. Aber es ist ein Beispiel, ja, oder Geldmangel oder all die Dinge. Ist es häufig so, oder sagen wir mal so, je tiefer das vergraben ist, desto weiter ist das Symptom vom Beziehungskontext fern. Und das, was du beschreibst hier, das ist etwas, ja, das betrifft ja die Wohnung, das betrifft nicht dich, scheinbar, ja, scheinbar. Es ist also scheinbar nur die Wohnung, nur dieses isolierte Problem, was angeblich zu lösen ist. Und dann ist alles in Ordnung. Nein, es ist... Das geht nicht. Wir können nicht unser Leiden am Symptom lösen und bearbeiten. Also es wäre genauso wie wenn der Motor kaputt ist und es raucht, ne?
Und dann fange ich an, mich mit dem Rauch zu beschäftigen, fange den ein, ne, und denke dann, wenn ich den ganzen Rauch einfange, dann kann ich wieder fahren. Es geht nicht, ja. Es geht also darum, zu gucken, worum geht's eigentlich? So, und das heißt, wir müssen schauen, was das Symptom wie so indirekt durch die Hintertür über die Beziehungsebene aussagt, über dein Verhältnis zu anderen Menschen und das, was du zurückhältst, weil das Symptom steht für etwas, was wir nicht schaffen zu kommunizieren. Das ist der Wegweiser. Wir müssen also gucken, auf welches Bedürfnis und dann letztlich Gefühl weist das Symptom auch im Beziehungskontext hin. Ja, und da schreibst du Sachen wie zum Beispiel, andererseits atme ich immer auf, dass niemand mein Reich betreten kann. Ja, das heißt, es dient dir zu Distanz. Es dient dir dazu, Distanz aufrechtzuerhalten. Nach außen erstmal. Ja, es kann keiner dein Reich betreten. Aber eigentlich geht es um die Gefühle, das innere Reich. Ja, also letztlich ist die Aussage, dieses Symptom namens leichte Form von Messitum hilft dir, dich von nicht verarbeiteten Gefühlen fernzuhalten, die bei mehr Nähe zu einem Menschen zwangsläufig auftauchen wird. Das heißt, dass der Mechanismus, ja, das Symptom, worunter wir leiden, das hatte ich ja ganz am Anfang schon gesagt, das ist immer was Trennendes. Aber das ist auch ein Schutz. Und diesen Schutz haben wir früher gebraucht. Und in deinem Fall hat sich das so rauskristallisiert. Dein System hat sich so gebildet, dass diese Form von Distanzherstellung für dich am sozusagen einfachsten ist für deinen ganzen Komplex, wie du gelebt hast und wie du aufgewachsen bist und wie du innerlich organisiert bist. So, jetzt ist das natürlich das Problem, wenn wir uns unbewusst distanzieren, ja, und ich sage jetzt einfach mal, dir ist nicht bewusst, warum, also wo der Antrieb dafür eigentlich herkommt, weil sonst könntest du es ja einfach lassen, ja, oder das Symptom überwinden. Es geht ja nicht. Also ist der Antrieb, der ist irgendwo, der kommt von irgendwo her, wo du im Moment noch keinen Zugang hast. So, und das ist etwas, was dir dein Leben heute eben torpediert, weil du möchtest ja Nähe. Ein Teil in dir möchte Nähe. Das ist der gesunde Teil. Du schreibst, ich bin Single und wünsche mir eine Partnerschaft. Das ist der gesunde Teil, der das möchte. Und das alte Schutzsystem sagt, nein, das ist gefährlich, diese Nähe. Ich halte Distanz. Ja, und damit ich das nicht offen sagen muss, mache ich es eben indirekt. So, und dann bist du wie nicht involviert. Deine bewusste Absicht ist wie nicht involviert. Ja, du musst dann in diesem Szenario musst du also weder sagen, ich sehne mich nach mehr Nähe, weil die findet nicht statt. Ja, das Risiko besteht nicht. Und du musst auch den anderen nicht abwehren. Ja, du musst also zum Beispiel auch nicht sagen, ich fühle Wut und ich möchte, dass du weggehst, sondern das macht das wie für dich, ohne dass du es kommunizieren musst. Was im Einzelnen die Ursache ist in dir drin, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich kann nur so allgemeine, dir so einen allgemeinen, so eine allgemeine Richtung geben. Ja, also du müsstest gucken, was du da eigentlich indirekt einem Gegenüber sagen möchtest. Also ich kann es auch noch anders aufziehen. Nehmen wir mal an, deine Wohnung wäre blitzblank sauber und jetzt ist eine Partnerin da, ja, oder ein Partner, ja. So, und jetzt würdest du damit anfangen, indem du eben anfängst, die Wohnung, verlottern zu lassen, ja. Und dann kannst du mal überlegen, wenn du dir das jetzt so vorstellst, warum du das machst und was du eigentlich kommunizieren wolltest damit oder was du damit eigentlich kommunizieren möchtest. Es könnte zum Beispiel, es ist alles möglich, ja. Es gibt viele Möglichkeiten, das musst du schauen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel,
dass du eigentlich nur endlich mal loslassen möchtest und dich aufgehoben fühlen möchtest und nichts tun möchtest. Dass das das Eigentliche ist. Ja? Ist nur eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit ist, dass du Wut ausdrücken möchtest damit. Dass es ein indirekter Ausdruck von Wut ist. Es kann auch beides sein. Ja, und so in der Therapie, ja, geht es darum, dann von diesem Symptom, von diesem Leidenskomplex nach und nach zum Eigentlichen zu kommen, was auf der Bindungsebene nicht ausgesagt wird, ja, was nicht kommuniziert wird. Und wenn das dann passiert, wenn du das lernst zu sagen, ich fühle Trauer oder ich sehne mich so nach Nähe, ich habe so ein Bedürfnis, endlich mich entspannen zu können, aufgehoben zu sein, ich fühle Trauer, ich fühle Einsamkeit oder Wut und Hass. Wenn das für dich in einem sicheren Setting von der Therapie erfahren wird, dass das möglich ist, dann fällt die Energie für das Symptom weg, weil du musst dann nicht mehr indirekt was kommunizieren, weil du alles direkt sagen kannst. Ja. So, jetzt habe ich ziemlich viel dazu erzählt. Also ja, könnte man immer weiter erzählen. Gut, jetzt haben wir schon nach 7. Ich brauche eine kleine Pause, also ich würde sagen, wir machen mal Pause bis um 10 nach, dann geht's weiter. Gut, machen wir weiter der nächsten Frage. Hallo Gopal, ich habe EM, also ehrliches Mitteilen, in einer angehenden Beziehung praktiziert. Es kamen sehr schnell Gewaltfantasien und viel Wut bei meinem Gegenüber hoch. Dafür will ich aber nicht zur Verfügung stehen. Habe lange gebraucht, um mich davon zu erholen, was da kommuniziert wurde. Jetzt bin ich dem EM ziemlich negativ gegenüber eingestellt und habe Angst davor, mich wieder darauf einzulassen. Hast du eine Idee? Das sind alles wirklich grundlegende Fragen. Ne? Da geht es um grundlegende Dinge, die man einfach wissen und verstehen muss, generell, was das Leben angeht. Zum einen, wenn das Gegenüber Gewaltfantasien hat und Wut hat, ja, kann ja sein. Und das aber im Stile des ehrlichen Mitteilens korrekt mitteilt, dann gibt es damit kein Problem. Das ist weder belastend noch bedrohlich. Und wenn jemand kommunizieren kann, muss er nicht ausagieren. Das heißt, ja, das ist im Prinzip eine sichere Verbindung. Wenn ich sagen kann, ich fühle Wut und Hass und mein Kopf denkt, am liebsten würde ich dir an die Gurgel gehen, dann ist das in dem Sinne sicher, dass ich Abstand zu diesen starken, destruktiven Energien in mir habe und sie deswegen kommunizieren kann. Und das ist ja Sinn des ehrlichen Mitteilens. Und in dem Moment, wo ich das so kommunizieren kann, fängt das ja auch an, sich zu wandeln und sich zu beruhigen. Ja, weil ja auch im Beziehungskontext Aggression, Wut und Hass ja ebenfalls auf einer nicht realen Gefahrenprojektion basiert. Also wäre die Frage, ob dein Gegenüber wirklich EM gemacht hat oder ob er ausagiert hat, ob er verbal auf dich losgegangen ist. Das geht natürlich nicht, ne? Das ist klar. Dafür würde ich auch nicht zur Verfügung stehen. Das ist destruktiv und da sollten wir uns wirklich schützen vor. Trotzdem, du sagst erholen, als Erwachsener kann dir verbal, emotional nichts mehr passieren. Ja, das kann sich schlimm anfühlen, verletzt anfühlen, es können Dinge emotionale Dinge hervorgerufen, also bewusst werden, die nicht verarbeitet sind, aber wirklich was passieren kann nicht. Ja, wir reden nicht von Menschen, die wirklich gewalttätig sind. Das ist was anderes. Ja, da geht's dann um wirklich körperlichen Schutz und im Notfall Polizei rufen. Ja, davon rede ich jetzt nicht. Wenn es um verbale Gewalt geht, dann ist das nichts, was einen realen Schaden anrichten kann. Das richtet realen Schaden bei einem Kind an, aber nicht bei einem Erwachsenen. Ja.
Heißt nicht, dass es sich gut anfühlt. Es kann sich katastrophal anfühlen, natürlich. Aber wir müssen, was diese Dinge angeht, einfach wirklich Klarheit haben. Was ist wirklich schädigend? Ja, was ist eine Reinszenierung? Was triggert Dinge an? Ja, da braucht es einfach Klarheit. Und mit dem ehrlichen Mitteilen hat es überhaupt nichts zu tun. Ehrliches Mitteilen korrekt angewendet ist nie belastend, nie beängstigend oder bedrohlich. Und wenn es das ist, ist es kein ehrliches Mitteilen. Deswegen habe ich ja das so formuliert. Deswegen habe ich das ja so beschrieben, dass wenn man sich daran hält, wenn man sich an die Regeln vom ehrlichen Mitteilen hält, ist alles in uns, was da ist, egal welcher Abgründe, keine Belastung oder Bedrohung für den anderen, sondern führt zu mehr Nähe. Ja. Es führt zu mehr Nähe. Auch die Abgründe führen zu mehr Nähe, wenn ich es korrekt im Sinne des ehrlichen Mitteilens mitteile. Das ist so. Und ich kann dir das nicht abnehmen. Ja, wir müssen uns immer wieder auf Menschen einlassen, dem entkommen wir nicht. Wir können nicht ohne Kontakt leben. Und du wirst immer wieder diesen Schritt machen müssen. Du wirst immer wieder auf Menschen zugehen müssen, dich einlassen müssen, gucken, ist es real gefährlich? Wenn ja, ja, trennst du dich? Erlebe ich Aggression im Gegenüber, aber kann derjenige sich darüber mitteilen, im Sinne des ehrlichen Mitteilens, also hat er Abstand, dann geht's weiter. Na, und wenn du das beschreibst, ist davon auszugehen, dass dieses Muster immer wieder auftritt. Ja, das heißt, bei der nächsten Partnerschaft oder Freundschaft oder Beziehung wird das in ähnlicher Form wieder auftreten. Ja, ist zu erwarten. Und nochmal, das Kriterium ist, besteht da eine reale Gefahr? Ja oder nein? Wenn nein, kann derjenige darüber im Sinne des ehrlichen Mitteilens sprechen? Ist er dazu überhaupt bereit? Ja oder nein? Ja, und nur wenn das beides, ja, also wenn weder eine reale Gefahr besteht, noch derjenige das abwehren muss. Also wenn derjenige über das sprechen kann, was in ihm los ist, und er auf das Ausagieren in jeglicher Form verzichten kann, dann ist das der Platz der Mensch für die Transformation. Und dann gilt's, alles auszutauschen, bis auf beiden Seiten, dass alles gelöst ist. Was nicht einfach ist. Das ist nicht einfach, aber je mehr du das riskierst, und wirklich, diese Unterscheidung ist wichtig für dich. Ja, weil es kann einfach sein, dass für dich das, dass du das gleich erlebst, dass du reale Gefahr, ja, und jemand, der aggressiv ist, das aber kommunizieren kann, dass du das alles wie gleich erlebst, weil das nicht verarbeitet ist. Und diese Unterscheidung ist, die ist so wichtig in deinem Fall, dass du klar unterscheiden kannst. Da ist zwar jemand, der ist jetzt aggressiv, der ist aber nicht real gefährlich wie früher, weil er sich mit mir darüber austauschen kann. Das ist das Kriterium, ja, wo du für dich entscheiden kannst, sehen kannst, ob es sicher ist oder nicht. Ja, und vor allem anderen musst du dich natürlich fernhalten und schützen. Nächste Frage. Lieber Gopal, wie kann ich unterscheiden, ob ich nur unter einer Bindungsangst leide und deshalb keine Gefühle mehr für meinen Partner habe, oder mein Partner einfach nicht für mich geeignet ist? Also, der Mensch, der jetzt da ist in der Beziehung, in der Partnerschaft, ist der Richtige in diesem Moment. Das heißt, das ist der Mensch, mit dem wir den Austausch komplettieren müssen, weil es ist kein anderer da. Wir können jetzt nicht sagen, ich will jemand anders haben, weil jemand anders ist nicht da. Es ist jetzt dieser Mensch da. Also schaue ich, ob dieser Mensch mit mir diesen Austausch machen möchte. Wenn nein, okay, dann trenne ich mich. Aber das ist eigentlich dann auch gar keine Trennung, weil da ist ja noch gar nichts da. Ja. Wenn aber die Bereitschaft da ist, dann geht es darum, das zu kommunizieren, was da ist, und nicht irgendwelche Zustände zu erhoffen und anzustreben. Das ist einfach dieses völlige Missverständnis, was Beziehung und Liebe ist. Wir können nicht irgendwelche
Dinge anstreben und Zustände haben wollen in einer Beziehung, das ist keine Beziehung. Ja, wenn du, so wie das ja, wie du ja schreibst, keine Gefühle mehr, du möchtest gerne Gefühle haben, vielleicht sogar Liebe empfinden, vielleicht möchtest du eine harmonische Beziehung oder eine aufregende Beziehung oder irgendwas du auch immer dir, diese tiefe Sehnsucht, ja, vielleicht, oder was du dir einfach vorstellst, wie das sein soll im Idealfall. Das hat alles nichts mit Beziehung zu tun. Sondern das sind in der Regel Vorstellungen, wie jemand anders sein muss, damit bei mir bestimmte Gefühle nicht aufsteigen. Beziehung bedeutet was völlig anderes und das ist ja viel größer. Ja, Beziehung bedeutet, ich kommuniziere, beide kommunizieren, was jetzt da ist. Und das hat nichts mit Strategien zu tun, um mehr Liebe zu entfalten. Ja, und das aus meiner Sicht katastrophalste, was es so gibt, ist zum Beispiel, wenn man versucht, wenn man das aktiv versucht, mehr Mitgefühl zu empfinden oder den Partner zu lieben. Das ist quasi, das ist sozusagen das Gegenteil von dem, was ich so hier, von dem ich hier so erzähle. Weil das ist die Verbiegung von mir selber. Das ist kein Kontakt, sondern da mache ich eine Schauspielerei. Ja, ich zwinge mich innerlich zu irgendwas in der Hoffnung, dass dann von außen irgendwas kommt, was ich toll finde oder was ich mir als toll vorstelle. Das hat alles nichts mit Beziehung zu tun. Beziehung bedeutet, ich traue mich gemeinsam mit meinem Partner immer mehr von dem, was da ist, auszutauschen und lasse alle Vorstellungen, alle Pläne und alle Strategien weg, um was zu verändern oder irgendwas Schönes zu erreichen. Wir müssen uns von der Vorstellung von Liebe und diese ganzen Geschichten, davon müssen wir uns verabschieden. Das, was Liebe eigentlich ist, das ist viel gewaltiger und viel größer. So, und was ist das? Das ist, wenn du feststellst, dass du alles kommunizieren kannst. Du kannst deinem Partner sagen, ich fühle, oder mein Kopf denkt, das sind gerade keine Gefühle. Ja. Du kannst sagen, ich fühle Wut, ich fühle Hass, ich fühle Traurigkeit, ich fühle Einsamkeit. Und in dem, also wenn das alles, was in dir ist, ja, selbst wenn es ein toter, scheinbar toter Zustand ist, ich fühle nichts, egal was, wenn du das alles kommuniziert hast, dann kommt sowieso ganz viel in Bewegung. Aber du erfährst dann plötzlich, dass du das alles nicht bist, dass da was viel Größeres ist, was jenseits dieser Zustände ist. Dann spürst du vielleicht oder realisierst plötzlich, dass es relativ egal ist, ob du gerade einen Konflikt mit deinem Partner hast, ob du verliebt bist, ob es harmonisch ist, ob es was Ungeklärtes ist, ob es Spannung gibt oder nicht. Ja, dann realisierst du, der Kontakt zu dem Partner, den ich etabliert habe, dadurch, dass wir uns getraut haben, alles auszutauschen, eröffnet einen Raum, der so groß ist, ja, der kann alles halten. Der ist viel größer als unsere kleine Vorstellung von Liebe und Sehnsucht und Erfüllung in einer Partnerschaft. Also hier gibt es eine Frage zu Therapiesitzungen mit anderen Therapieverfahren und anderen Therapeuten. Das möchte ich hier nicht beantworten. Das musst du mit deinem Therapeuten besprechen, nicht mit mir. Da gehört es hin. Deswegen möchte ich da nicht drauf eingehen, den das betrifft. Also nächste Frage, sind ja wirklich abgefahrene Fragen. Sehr interessant, also auch für mich, ich wundere mich immer, was sich der Verstand für Gedanken macht, ja, und was es da für Verwicklungen gibt. Hallo, braucht es einen Partner, der genau die verletzlichen Punkte antriggert, oder kann es auch ein Partner sein, bei dem das nicht auftritt, beziehungsweise keine Anziehung vorhanden ist? Die Frage selber blockiert dich. Ja, mit dieser Frage hältst du dich vor deinem Partner oder potenziellen Partner fern. Dieses Konstrukt würde ich ganz in Ruhe lassen.
diese Frage selber ist Teil einer Schutzmauer. Ja, das ist der Verstand. Der Verstand will irgendwas kontrollieren oder einsortieren und will sich richtig entscheiden vielleicht, ja. Es gibt immer, selbst das Konzept von Beziehung ist eine Illusion. Letztlich gibt es nur die Möglichkeit, der Mensch, der jetzt vor mir ist, mit dem auszutauschen, was in uns ist. Ja. Und wenn ich das mit einem Menschen länger mache, dann kann das sein, dass da ein Gefühl entsteht, dem wir das Etikett Beziehung draufkleben oder draufkleben können, weil es eine Art Routine oder eine Stabilität und vielleicht dann auch wirklich schöne Zustände ermöglicht. Und dann kleben wir ein Etikett drauf, Beziehung. Aber auch jede langjährige Beziehung bedeutet im Kontakt, wenn man sich begegnet, jeden Tag neu zu sagen, was in uns los ist. Und das kann keiner kontrollieren oder vorherbestimmen. Und das hat nichts mit, triggert der mich jetzt an oder soll es triggern oder muss es triggern oder geht es auch harmonisch, ne? Oder braucht es an? Das ist alles nur Kopf. Und damit hältst du dich von der direkten Begegnung fern mit dem Menschen, der in jedem Moment vor dir erscheint. Der Verstand kann das alles nicht kontrollieren und steuern und sich richtig entscheiden. Der Verstand ist ja selber Teil des Kontaktes, ja. Also der Raum, von dem er dies mitteilen ausgeht, wenn ich also Gedanken kommuniziere, Gefühle und Körperempfindungen, dann ist da ja was Viertes, von dem das ausgeht. Und das ist nicht der Verstand. Der Verstand ist Teil dessen, was kommuniziert wird. Deswegen kann der Verstand das nicht lösen. Der kann das in dem Sinne nicht machen. Hallo, lieber Gopal. In meinem Leben ist gerade recht viel los und mein Nervensystem noch eher dysreguliert. Das EM führt meistens noch zu keiner Regulation. Ich freue mich aber, wenn es mir nach der wöchentlichen Gruppensitzung zumindest neutral geht. Sollte ich mich zwingen, häufiger EM zu machen, um die Transformation schneller zu erreichen? Oder ist es besser, kontinuierlich in der wöchentlichen Gruppe aktiv zu bleiben, die sich zumindest schon einigermaßen sicher anfühlt und es erstmal dabei zu belassen? Ist es eine Flucht vor EM im Zweier-Setting? Jede Dysregulation, also in unserem Kontext hier, ich spreche ja nicht von organischen Sachen, ja, das muss man natürlich, sollte man immer auch von einem Arzt alles abklären lassen, das meine ich wirklich so, einfach um selber Sicherheit zu haben. Aber jetzt in unserem Kontext bedeutet Dysregulation immer, dass ich etwas nicht kommuniziere. Ja, und wenn du sagst, mein Nervensystem ist noch eher dysreguliert, heißt das, dass die zentrale Bewegung in dir auf der emotionalen Ebene in Bezug auf ein Gegenüber hast du seit der Kindheit noch nicht vollständig kommuniziert. Es hat also weniger was mit Häufigkeit oder Intensität oder und so weiter zu tun, sondern die Frage ist, wärst du bereit, dahin zu gucken, zu schauen, was du von dir in deinem tiefen Inneren an Gefühlen und Bedürfnissen anderen Menschen bisher verschwiegen hast? So, und da kommt der Stress her, weil das hat was mit Bedürfnissen zu tun. Wenn ich die nicht ausagieren oder ausleben oder kommunizieren kann, dann entsteht Druck im System. Und das ist das, was du sagst, ja, noch eher dysreguliert. Weil äußerlich haben wir ja gar keinen Grund mehr für Dysregulation, es sei denn, wir sind in wirklich realer Gefahr oder real ohnmächtig. Ja. Oder was wir halt machen, ist, wir erzeugen künstlich stressige Situationen im Außen, ja, wo wir aber gar nicht wirklich gezwungen sind, da drin zu bleiben. Ja, also das ist alles, hat als alles immer diese eine Ursache,
dass ich dem Menschen, der mir nahe ist, nicht die ganze Wahrheit sage. Und jetzt kann es natürlich sein, dass dir das gar nicht klar ist, um was es da eigentlich geht. Ja, was du nicht sagst. Und ich kann es jetzt aus der Mail nicht rauslesen, um was es da geht. Ja, du kannst selber schauen. Du schreibst, um die Transformation schneller zu erreichen. Dahinter, hinter diesem Satz ist das verborgen, worum es geht. Ja, dann müsstest du selber hinschauen. Um die Transformation schneller zu erreichen. Damit ist das gemeint, was du als Kind nie hattest. Ja. Und die Gefühle dazu, die sind, wie unter diesem Satz, sind die drunter. Und wenn du dahin guckst, ja, und anfängst, das zu kommunizieren, dann brauchst du das nicht mehr, um die Transformation schneller zu erreichen. Dann brauchst du gar keine Transformation mehr, weil das Gefühl, was unter diesem Satz steckt, das ist, also das zu kommunizieren, das ist die Transformation. So, jetzt du schreibst zum wöchentliche Gruppe, die sich zumindest schon einigermaßen sicher anfühlt. Nochmal zum, oder nochmal, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, zum Thema Sicherheit. Ob wir sicher sind oder nicht, hat überhaupt nichts mit Fühlen zu tun. Sondern immer nur mit Fakten, mit der Realität außen. Und wenn ich das aber als Kind, wenn ich chaotische Umstände erlebt habe, ja, gefährliche Umstände, Eltern, die nicht kommunizieren, ja, wenn ich das alles nicht, wenn ich im Außen keine Orientierung hatte, dann machen Kinder in der Wachstumsphase als Notlösung unter Umständen, dass sie ihre eigene Wahrnehmung als Sensor in den Mittelpunkt stellen. Und das macht nur Sinn in einer Kindheitsumgebung, wo es gefährlich und chaotisch ist, weil ich mich am Außen nicht orientieren kann. Ja, also das führt dann oft zu einer hohen Sensibilität, manchmal vielleicht sogar Medialität, ja, weil die Antennen ganz weit ausgefahren werden müssen und weil das einzige Kriterium ist, wie sich das anfühlt. So, und das ist aber etwas, was uns als Erwachsene nicht hilft. Weil ich kann nicht fühlen, ob eine Umgebung sicher ist. Ich kann nicht, also das ist auch als Kind schon nicht so, ja. Sondern Sicherheit hat was mit Sinneseindrücken zu tun. Sehe ich da einen Löwe, der mich fressen will oder nicht? Wenn ich keinen sehe, ist es sicher. Wenn ich den sehe und der auf mich losrennt, ist es gefährlich. Das hat immer was mit Sinneseindrücken zu tun und nicht mit, wie sich was anfühlt. Es hat immer nur mit Sinneseindrücken zu tun. Ist da jemand, der mich jetzt angreift oder nicht? Wenn nein, ist es sicher. Wenn ja, ist Gefahr. Dann muss ich rennen oder kämpfen. Und was jetzt eben passiert, wenn die Dinge nicht verarbeitet sind, dann wird die Gefahr einfach auf die Zukunft projiziert oder an einen anderen Ort. Ja, dann kann es zum Beispiel sein, die Sinneseindrücke liefern mir keinen Eindruck von Gefahr. Ich habe aber Stress im System. Also Dysregulation, und diese Diskrepanz halten wir schlecht aus. Also projizieren wir eine Gefahr zum Beispiel in die Zukunft und sagen dann, ja gut, jetzt schlägt der Blitz nicht ein, aber was ist, wenn er morgen einschlägt? Ja. Und auf die Beziehungsebene heißt das, ja okay, jetzt verlässt mich mein Partner nicht, aber was ist, wenn er mich morgen verlässt? Und so kann ich den Stress, die Physiologie aus der Kindheit, ja, das Kindheitstrauma kann ich ununterbrochen aufrechterhalten. Und der Partner kann mir dann das so oft sagen, dass er mich nicht verlässt, wie er will. Das nützt nichts. Ja, ich werde das immer wieder irgendwo anders hinterprojizieren. Ja, und vielleicht sage ich dann, ja gut, aber was ist, wenn er das dann in 3 Wochen macht? Ja. So, also das ist der Punkt. Wir haben nur das, was jetzt hier ist, an Sinneseindrücken und Aussagen. Mehr haben wir nicht. Und wenn wir das nicht glauben, also nur mal um das Beispiel zu nehmen, wenn ich davon überzeugt bin, dass mein Partner mich verlässt,
und er sagt nein und das erreicht mich aber irgendwie nicht, dann bedeutet das, ich habe möglicherweise einfach ziemlich viel Aggression unterdrückt. Ja, und eigentlich will ich weg, aber das verleugne ich, sondern projiziere es auf den anderen. Irgendwo muss es hin, entweder in die Projektion oder in die Aktion oder in die Kommunikation. Aber wegkriegen wir die Energie nicht. Jo, soweit. Also du schreibst, es ist eine Flucht. Ist es eine Flucht vor EM im Zweiersetting? Wenn wir fliehen, fliehen wir entweder vor realer Gefahr oder vor unseren nicht integrierten Gefühlen. Das hat nichts mit dem Setting zu tun. Das Setting ist nur der Ausgangspunkt davon. Okay, also, hallo Gopal, seitdem ich Gefühle und Bedürfnisse mitteile und ich bei mir bin, bin ich mit Menschen aus meinem näheren Umfeld in Konflikte geraten und frage mich, was mir das sagen soll. Ja, zwei Möglichkeiten. Entweder ist es nicht wirklich ehrliches Mitteilen, also entweder hast du es doch auf eine Art kommuniziert, dass es für den anderen belastend oder also aussaugend oder beängstigend oder bedrohlich war. Und wenn doch, wenn es also wirklich eine reine Kommunikation war, dann heißt es, dass diese Menschen gar keinen Kontakt zu dir haben, nie hatten und gar nicht wollen. Ja, also das heißt, da war nie was letztlich. Ja, wenn es so ist, wenn du es wirklich im Sinne vom ehrlichen Mitteilen kommuniziert hast. Ich wurde persönlich angegangen, gehört das zum Prozess? Nicht zwingend, ja. Wenn du persönlich angegangen wirst, musst du dich wehren. Ja, wenn du angegriffen wirst, musst du dich wehren. Entweder Selbstverteidigung körperlich oder zum Anwalt gehen. Ja, und so weiter. Oder einfach die Beziehung abbrechen, den Kontakt abbrechen zu solchen Personen. Ich habe gefühlt, was Verbindung und echter Kontakt sein kann mit neuen Menschen. Ich will nichts anderes mehr. Trotzdem macht es mich auch traurig, Menschen von früher zu verlieren. Du verlierst sie nicht, die waren nie da. Es gab da gar keine Verbindung. Ja? Das Reden übers Wetter ist keine Verbindung. Da war nichts, du verlierst gar nichts. Du fängst jetzt erst an, überhaupt Kontakt zu erleben. Wahrscheinlich hast du das in der Form seit deiner Kindheit auch mit deinen Eltern noch nie gehabt. Das heißt, du startest jetzt erst, es kommt jetzt erst was dazu. Da war noch nichts Wirkliches. Also, da ich nun merke, dass sie nicht kommunizieren wollen können, ja genau, wenn es so ist, ja, wenn es von deiner Seite wirklich eine reine Kommunikation ist. Ich habe Mitgefühl und Selbstmitgefühl, aber ich merke nicht, mit jedem ist Kommunikation und Kontakt möglich. Hast du einen Tipp? Ja, einfach weitermachen. Die Leute verschwinden alle. Das war bei mir auch so. Ich wollte das gar nicht, aber die Menschen haben sich, alten Menschen, die haben sich alle aus meinem Umfeld, die sind einfach verschwunden. Ja. Das ist für Menschen, die das nicht wollen, ist es nicht zu ertragen. Deswegen habe ich ja an anderer Stelle auch gesagt, dass das ehrliche Mitteilen wie eine Waffe ist. Das ist so mächtig. Also jemand, der das nicht aushält, diesen Kontakt oder diese Berührung mit seinem Innern, das ist für den unerträglich, wenn jemand ehrliches Mitteilen macht. Ja, die gehen an die Decke oder rennen weg. Das ist eine Qual für die. Deswegen passiert das. Ja, das ja, und du triffst. Aber es gibt ja genug Menschen. Das ist einfach wie so eine Energieerhöhung und du triffst automatisch Menschen, die fähig und auch willens sind, sich wirklich auszutauschen. Also mach dir darüber keine Sorgen. Wie gesagt, du verlierst nichts. Du verlierst nichts, weil noch nichts da war.
Ich hoffe, ihr könnt überhaupt noch. Ich gucke mal, ob überhaupt noch jemand hier zuschaut. Aha. 241, also. Scheint noch jemand da zu sein. Dann mache ich mal weiter. Lieber Gopal, meine letzte in Klammern gescheiterte Beziehung, in Klammern 2,5 Jahre einschließlich mehrerer Monate Pause, die eine sehr ungesunde Dynamik hatte, viel ausagieren, wenige M, liegt nun circa 6 Monate zurück. In der Beziehung wurde meinerseits alles mitgeteilt. Das müsste man sich nochmal genauer angucken. Und am Ende war nichts mehr zu retten. Es ging mit dieser Frau nicht mehr. Wie kann es sein, dass sie mir auch noch nach 6 Monaten nicht aus dem Kopf geht? Was kann ich dagegen tun? Es fühlt sich an wie eine Droge, an sie zu denken, besonders wenn ich mich einsam fühle. Eine neue Partnerin ist bisher noch nicht erschienen. Ich merke dahingehend aber wieder eine Offenheit. Was kann ich tun? Danke und herzliche Grüße. Also diese Dynamik ist das, was du in der Kindheit erlebt hast und was seither aktiv ist und immer noch nicht gelöst ist. Das ist also das, was ununterbrochen seit der Kindheit am Werke ist. Und es könnte sein, dass du nur denkst, dass du alles mitgeteilt hast, aber das Entscheidende nicht. Und das Entscheidende ist wie immer Wut und Hass und Trauer und Einsamkeit. Es könnte zum Beispiel sein, dass du nicht gesagt hast, ich fühle Wut und Hass. Es könnte auch sein, dass du nicht gesagt hast, ich fühle Trauer und Einsamkeit. Ich weiß es ja nicht, ich kann es nur vermuten. Warum vermute ich das? Ja, weil du schreibst, wie kann es sein, dass sie mir auch noch nach 6 Monaten nicht aus dem Kopf geht? Das ist das, was dir seit deiner Kindheit nicht aus dem Kopf geht. Ein Gegenüber, was erreichbar ist, was kontaktfähig ist. Das geht dir seit der Kindheit. Das hattest du wie noch nicht. Du hast das noch nicht erfahren. Dein Nervensystem kennt das nicht. Deswegen geht dir das nicht aus dem Kopf. Du hast jetzt quasi einen physischen Körper mal real erlebt, aber das Eigentliche hat noch nicht stattgefunden. Das geht dir nicht aus dem Kopf, bis es gelöst ist. Ja. Was kann ich dagegen tun? Es fühlt sich an wie eine Droge, an sie zu denken. Besonders wenn ich mich einsam fühle. Da frage ich mich zum Beispiel, was ist mit Wut und Hass? Ja, wo ist der? Warum willst du an jemanden denken, wo das gescheitert ist? Ja. Wo geht diese Sehnsucht dahin? Und was ist mit Wut und Aggression, dass das gescheitert ist. Das wäre vielleicht mal ein Punkt, nachzuschauen oder drüber nachzudenken. Und dann die Frage, ob das kommuniziert wurde. Ja, und das ist ja die Dynamik, die ist ja nicht, wie soll ich sagen, das scheitert ja in jedem Moment. Das ist ja nicht so, dass ihr irgendwie zusammen wart, dann gab es einen Punkt, wo das scheitert, dann habt ihr eure Körper auseinander bewegt, sondern das scheitert seit deiner Kindheit und es ist ununterbrochen gescheitert mit dieser Partnerin. Auch in dem Moment, wo ihr physisch euch getroffen habt. Das, was da nicht durchgelaufen ist auf beiden Seiten von euch, ja, das ist die ganze Zeit nicht durchgelaufen. So, und das ist der Punkt. Was? Ja, und was habe ich nicht gesagt? Meine Vermutung, es geht in Richtung Wut und Aggression. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also das ist, das ist das, ne? Also ich kann es dir noch mal kurz. Sie geht dir nicht aus dem Kopf, während du dich einsam fühlst. Ja, das ist der Widerspruch, der dir vielleicht nicht auffällt. Weil jemand, der sich trennt oder wo das gescheitert ist, ja, da ist immer auch Wut und Aggression mit verbunden. Und ja, wirklich da mal hingucken, ob das wirklich nur Einsamkeit ist und Traurigkeit oder ob da nicht vielleicht auch Wut und Hass ist. Und in dem Moment, wo das
da sein darf, ja, als Gefühl, fühlst du dich auch nicht mehr einsam. Und dann ist auch damit verbunden, dass jegliches Gefühl von Passivität oder ausgeliefert sein oder Ohnmacht, das verschwindet dann. Ja, dann wartest du nicht, weil du schreibst, eine neue Partnerin ist bisher noch nicht erschienen. Dann würdest du vielleicht schreiben, mir reicht's jetzt, ich suche mir jemand Neues. Ja, das käme dann aus einem anderen Gefühlsraum. Das sind alles nur Vermutungen hier, was ich sage. Ne? Ich kann das nur aus den Mails versuchen, ein bisschen abzuleiten. Nächste Frage. Hallo Gopal. Wie gehe ich damit um, wenn ich bei Freunden plötzlich erstarre? Kann ich das dann nachträglich in mir eben ausdrücken oder soll ich mich da dann getrauen, zu sagen, wie es mir geht? Meistens ist es in Situationen, wo andere komplett das Wort haben und keinen anderen zu Wort kommen lassen. Manchmal ist es nicht so einfach, den Freundeskreis gleich zu wechseln. Vielleicht liegt es ja auch an mir, dass ich zu empfindlich bin. Also, wenn der Körper erstarrt, geht es um Leben und Tod. Für den Körper, ja, nicht außen. Und das heißt, der Körper braucht was anderes als Kommunikation. Der Körper denkt, er ist in Lebensgefahr und kann nicht weg. Das bringt also nichts aus einer Erstarrung. Und das ist ja was Typisches, was du beschreibst. Es geht ja vielen Menschen so. Und es bringt nichts von dort, eine Lösung über Kommunikation zu erreichen, weil der Körper und das Gehirn gar nicht in dem Modus ist. Ja, wenn ich erstarre, dann schaltet sich das Social Engagement System runter. Also die Fähigkeit für Austausch und Sprechen wird runtergedimmt, bis fast abgeschaltet. Und das macht an der Stelle keinen Sinn. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn du in einer lebensbedrohlichen Situation bist und ohnmächtig bist, dann geht es nicht um Sprechen und Kommunikation, sondern da geht es darum, das Überleben des Körpers zu gewährleisten. So, jetzt ist Erstarren die biologische Reaktion auf Gefahr und Ohnmacht. Ja, also wenn zum Beispiel, wenn du in der Savanne bist, eine Herde Hyänen kommt und du möchtest nicht gesehen werden, damit die dich nicht fressen, damit du überlebst, dann erstarrt der Körper. Ja, der kann nicht weg, weil dann wird er gesehen und angreifen kann er auch nicht, weil die übermächtig sind. Also versucht er durch Unsichtbarkeit zu überleben. Das ist da, wo das ist eine Situation, wo das biologisch Sinn macht. Es macht aber keinen Sinn bei Freunden oder Menschen, die dir nichts tun. Da macht diese biologische Reaktion des Körpers keinen Sinn. Das kommt aus Erfahrung aus der Kindheit. So, was wir also an der Stelle realisieren müssen, ist, der Körper reagiert oder glaubt, dass er in Lebensgefahr ist und nicht weg kann. Und das wirkt ja sehr überzeugend. Das müssen wir prüfen mit unserem, mit dem Rest von Frontalkortex, der noch online ist. Ja, und dann guckst du raus und siehst, vielleicht in einer Kneipe oder wo auch immer, Freunde, die sich laut unterhalten mit einem, der vielleicht einen dicken Otto macht, ja, aber keine Lebensgefahr. So, diese Unterscheidung. Der Körper stuft das als lebensgefährlich ein und glaubt, er ist nicht handlungsfähig, aber im Außen, wenn ich wirklich rausgucke, ist da gar keine Lebensgefahr und ich kann ja immer handeln. Weil es stimmt ja nicht, dass du nicht handeln kannst. Handeln heißt bewegen, aus Sicht der Biologie. Also kann man daraus ableiten, das Sinnvollste, was zu tun ist, ist, du musst den Körper bewegen. Das ist das, wo das immer losgeht. Wenn du in dieser Situation bist, fang an, den Körper zu bewegen. Du könntest zum Beispiel anfangen, nur die Hände zu bewegen, unterm Tisch die Fäuste ein bisschen zu ballen. Ja? Und dann fängst du an, die Hände zu bewegen. Das kann zum Beispiel, das kann sein, dass es gar niemand sehen muss. Ja? Einfach erstmal für dich. Du fängst an, einen Körperteil zu bewegen. Dann fängst du an, die Zehen zu bewegen in den Füßen. Bringst immer mehr in Bewegung. Und allein das zu machen, wird schon mehr Areale im Gehirn wieder online bringen, ja. Und irgendwann, wenn du das ein bisschen gemacht hast, dann stehst du einfach auf und gehst raus, kommentarlos. Das ist die Anweisung. Warum? Weil Flucht nach der Erstarrung sozusagen die nächste Möglichkeit ist in der biologischen Hierarchie, was die Defensivreaktionen angeht. Das ist für das System am leichtesten, ja. Aus der Erstarrung kommt zuerst Flucht. Also bringst du deinen Körper so weit, dass der aufstehen kann. Also kann er sowieso, aber dass du es realisierst und dann stehst du einfach kommentarlos auf, gehst raus. Am besten
aus dem Raum raus, aus dem Haus raus, und läufst ein paar Runden, ja. Und wenn du dich, wenn du wieder zu dir gekommen bist und das Gefühl hast, ah, du kannst wieder sprechen, dann kannst du wieder zurückgehen, wenn du es denn noch willst. Noch eine gute Idee ist, wenn du dann rausgegangen bist, jemanden anrufen, den du gut kennst, dem du vertraust, mit dem sprechen. Das alles hilft deinem Körper, deinem Gehirn, deinem Nervensystem, wieder in der Realität anzukommen, wo ja keine Lebensgefahr und Ohnmacht vorhanden ist. Und wenn du das immer wieder machst, ja, das kannst du nicht überspringen. Das ist ganz wichtig. Das kann man nicht überspringen. Das ist biologisch notwendig, dass der Körper erstmal eine biologische Vervollständigung erlebt, weil sonst kapiert der nicht, dass das Setting nicht lebensgefährlich ist. Das heißt, das musst du immer wieder machen, bis es dir ganz selbstverständlich vorkommt. Und keiner kann dir einen Vorwurf machen. Ja, wir sind der freie Mensch. Du kannst kommen und gehen, wann du willst. Ja, und wenn die damit nicht klarkommen, dann würde ich mir andere Leute suchen. Aber Fakt ist, es gibt keine Vorgabe, die dir das verbieten kann. Du kannst jederzeit aufstehen und eine Gruppe von Menschen verlassen. Und das musst du tun, um deinem Körper dahin zu verhelfen. So, wenn du das immer wieder machst, dann wirst du merken, irgendwann, in diesem Setting wird auf einmal die Erstarrung weniger, bis gar nicht mehr vorhanden sein. Und du wirst in der Lage sein, zu sprechen, im Sprechmodus zu bleiben. Und dann kannst du die Situation realistischer einschätzen. Und dann siehst du vielleicht, ob du mit solchen Menschen überhaupt zusammen sein möchtest oder nicht. Ja. Und dann stellst du vielleicht fest, also mit Leuten, die sich so benehmen, wo es um Konkurrenzkampf geht und Macht, dass du das eigentlich nicht möchtest. Und dann sagst du, ich gehe jetzt. Ja. Ich suche mir andere Menschen. Eine andere Möglichkeit ist eine Notlösung. Ja, du kannst, wenn du es mit Sprechen machen möchtest, du kannst sagen, ich habe vergessen, ich muss zu einem wichtigen Termin oder ich muss auf die Toilette. Da kannst du ruhig lügen. Das macht nichts. Es geht um deinen Körper. Also das ist die Anweisung bei Erstarrung. Wenn das für dich so nicht zu lösen ist alleine, dann musst du das in einer Therapie bearbeiten, ja, weil auch dort wird dann früher oder später diese Erstarrung auftreten und dann kannst du mit dem Therapeut, der kann dir dann helfen, dass das schneller zu einer Lösung für den Körper führt. So, jetzt sind so viele Fragen noch. Ich habe hier noch 42 offene Fragen. Schauen wir jetzt nicht mehr. Ich guck mal noch vielleicht eine kurze. Und ich guck mal, ob noch eine. Ich habe jetzt so viel zum EM gesagt. Ich schaue mal, ob es noch Fragen gibt, die nicht zum EM sind. Ja, jetzt noch eine Frage, die mich so ein bisschen amüsiert. Ist EM eine Form von Tantra? Ja. Also, das kann man jetzt natürlich auf vielen Ebenen verstehen. Mit der Form, was wir unter Tantra verstehen, wo es um Sexualität und Körperkontakt geht, damit hat es nichts zu tun. Es ist eher das Gegenteil. Ja. Also, beim EM gibt es überhaupt keine Körperberührung. Und es geht nicht um Ausagieren und Dinge tun. Das, was Tantra eigentlich ist, ist ja was anderes. Oder was heißt, das tiefere Verständnis von Tantra bedeutet, dass ich nichts mehr tue, dass ich alles lasse, wie es ist. Aber nicht als Konzept oder als Schutzreaktion, sondern wirklich. Ich habe realisiert, dass da nur Bewusstsein ist. Und ich, dass da eigentlich nichts ist oder kein Ich, könnte man fast sagen. Und deswegen
passiert alles von alleine. Da ist also nichts mehr, was irgendwas ändern will oder machen kann und so weiter. Und das geht auf jeden Fall in die Richtung. Also ehrliches Mitteilen führt früher oder später in diesen Raum rein. Ja, das auf jeden Fall. Aber zu sagen, es ist eine Form von Tantra, das sicher nicht. Tantra hat gar keine Form. Tantra ist ja jenseits von Form und Nichtform. So viele Fragen zu mir eben, das wundert mich. Also hier noch finde ich eine Frage, die für das Verständnis vielleicht wichtig ist noch. Lieber Gopal, ich fühle in meinem Leben zunehmend Einsamkeit, was mir im Herzen sehr weh tut. Und ich fühle mich auch immer öfter traurig, hilflos und verzweifelt damit. Ich mache schon Therapie, im Moment SE, also Somatic Experiencing, und mache auch regelmäßig EE. Aber irgendwie wird das mit diesen schmerzhaften Gefühlen immer schlimmer. Wird das irgendwann mal besser? Also zunächst ist es so, dass SE, je nachdem, welchen Hintergrund der Therapeut hat, Schocktraumaarbeit ist ursprünglich. Das heißt, es zielt nicht direkt auf die Ursache dieser ganzen Geschichte. Ja, das muss man auch wissen. SE ist super. Ja, aber wenn du etwas in der Richtung machen würdest, würde ich dir mindestens auch NARM empfehlen. NARM. Das Gefühl von Einsamkeit und Trauer heute kann nur entstehen durch eine Projektion. Das heißt, durch eine Vorstellung von Trennung oder Alleinsein. Und diese Vorstellung ist das, was du als Kind erlebt hast. Das entsteht im Kopf als Konzept, wird in die Zukunft projiziert. Und dann dadurch kann das Gefühl von Einsamkeit und Trauer in uns entstehen. So ist das, wie wir das erzeugen. Wenn es eine reale Entsprechung im Außen hätte, dann wäre es kein Problem. Ja, zum Beispiel der Verlust eines geliebten Menschen, da ist man traurig und fühlt sich vielleicht auch einsam eine Zeit lang, aber es hat nicht dieses qualvolle, aussichtslose Leiden von Entwicklungstrauma. Und ich sage dir jetzt einfach mal was, wenn es gehört einfach Wut und Aggression auch dazu. Und es kann halt sein, dass solange du Wut und Aggression ausblendest aus dem Beziehungskontext, dass du dann wie in so einen Strudel immer wieder in diese Traurigkeit reinschlitterst. Ja, also vielleicht schaust du mal, was mit der Wut ist und was mit der Aggression ist, wo die eigentlich hin ist. Weil es ist ja so, wenn du verlassen wirst, und das ist ja die Reaktion, Trauer ist die Reaktion auf Verlust, dass du verlassen worden bist, ja, da ist immer auch Aggression dabei. Und diese Aggression, das ist das, was sozusagen, was dich wieder in die Kraft bringt und was das diesen ganzen Erlebnisraum ändert. Also ich würde mal darüber nachdenken, ja, und einfach mal, wenn ich sage dir jetzt einfach mal, was du sagst, immer öfter traurig, hilflos und verzweifelt, das hat dir ja irgendjemand angetan, mindestens früher. Und ob du nicht da auch Wut fühlst, ja, demjenigen gegenüber. Das ist halt was mit den Typen zu tun. Wir sind jetzt am Ende, ich fasse das nur kurz noch zusammen. Der Verschmelzungstyp, der schlittert sehr gerne in diese Traurigkeit, Ohnmacht und Verzweiflung rein, weil er Wut und Aggression unterdrückt. Ja, und der beim Autonomietyp ist es eher umgekehrt. Der verleugnet eher das Bedürfnis nach Verbindung. Für den ist es erstmal leichter, in Wut und Aggression, also die wahrzunehmen. Ja, das ist für den Autonomietyp die erste Schicht und darunter ist dann Trauer und Einsamkeit. Gut, jetzt haben wir 2 Stunden uns die Sache ein bisschen näher angeschaut. Und da würde ich sagen, beenden wir das an der Stelle. Ja, die nächsten Gespräche mit Gopal dann im normalen Format sind nächste Woche, Donnerstag Vormittag wäre da.
teilnehmen möchte. Jetzt danke euch dann für eure Fragen und für das Dabeisein und tut mir leid mit dieser, dass wir das Format jetzt so ein bisschen geändert haben, aber ich denke, es ist auch so einiges Wertvolles, glaube ich, gesagt worden. Dann sage ich einfach bis bald. Macht's gut. Mhm.